Großeinsatz der Bundespolizei am Sonnabend in Hamburg-Harburg. Gegen 11.20 Uhr ging der Notruf bei der Bundespolizei ein. Dass in der RB 38 auf der Fahrt von Hannover nach Hamburg mit ca. 300 bis 350 Fußballfans von Hannover 96 sich nicht an die Regeln gehalten haben, geraucht haben, sodass es zur Auslösung von Feueralarmen gekommen ist, dass es sehr überfüllt war und sehr stark verschmutzt wurde, sodass der Lokführer gesagt hat, er möchte so nicht alleine weiterfahren und am liebsten stehen bleiben. In Absprache mit der Bundespolizei ist der Zug dann noch bis Harburg gefahren. Alle ca. 350 Fußballfans sind dort durchsucht worden. Dabei wurde Pyrotechnik sichergestellt. Nach Angaben der Bundespolizei sind die Fans dann nach etwa einer Stunde Kontrollzeit individuell weiter zum Stadion gefahren. Nun werden Strafverfahren eingeleitet.